Für qualitativ hochwertigen Wein braucht der Winzer perfekte Trauben. Auch ein einheitlicher Reifegrad steigert die Qualität des Weins. Und so ernten die Weinleser in mühevoller Handarbeit die Weinberge ab. Immer nach dem Motto, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Das Forschungsprojekt Grapesort hilft dem Winzer, Spitzenweine zu bekommen. Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung, kurz IOSB, entwickeln dabei eine Sortiermaschine, gemeinsam mit der Hochschule Geisenheim und zwei Partnern aus der Industrie. Die Sortiermaschine ist in der Lage, Qualität und Geschmack der Trauben zu erkennen. Ja, wir können einerseits Schlechtmaterial aussortieren, das heißt genau das Material, was der Winzer auf keinen Fall haben möchte. Zum Beispiel Rebholz, Blätter, Insekten, schimmelige Beeren. Und auf der anderen Seite können wir die Beeren so sortieren, dass wir unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben. Für die Erkennung der Eigenschaften der Trauben sind die Sensoren und Bildverarbeitungsmethoden des Fraunhofer IOSB zuständig. Zwei Zeilenkameras zeichnen die Trauben auf, die blitzschnell über das Förderband laufen. Die angeschlossene Auswertungssoftware analysiert die Aufnahmen in Millisekunden und steuert 128 kleine Druckluftdüsen an. Diese sortieren alles aus, was die Software als schlecht bewertet. Was genau als schlecht bewertet werden soll, wird der Maschine vorher beigebracht. In diesem Versuch sollen prozentgenau faulige Trauben aussortiert werden. Dafür haben die Wissenschaftler von der Hochschule Geisenheim die Trauben im Labor analysiert. Den unterschiedlichen Reifegrad von Trauben anhand von Farbnuancen kann die Anlage bereits gut erkennen. Wir sortieren die Beeren einerseits im sichtbaren Bereich, aber auch schon im Nahinfrarotbereich. Und wir haben auch sogenannte Hyperspektralkameras, wo wir die Beeren im Bereich von 400 bis 2500 Nanometer analysieren, um herauszufinden, was sind die besten Wellenlängenbereiche, um noch besser zu sortieren. Wir setzen die Hyperspektralkameras auch für andere Lebensmittel ein, zum Beispiel für Paprika oder für Pilze. Und wir haben das Ziel, dass wir eine Multispektraldatenbank aufbauen, sodass wir zukünftig Sortierer nicht nur für ein spezielles Produkt designen, sondern dass wir eine große Produktpalette damit abdecken können. Zusätzliche Unterstützung bekommen die IOSB-Forscher von ihren Kollegen vom Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung IFF. Die überfliegen das Weinbaugebiet mit einem Flugzeug, in das eine Hyperspektralkamera eingebaut ist. Mit einer speziellen Software können die IFF-Forscher die biochemische Zusammensetzung ganz genau erfassen und bekommen so eine Übersicht über den Nährwert und die Versorgung des Weinstocks. In Zukunft kann der Winzer die Weintrauben am Weinberg abernten, ohne auf die Qualität zu achten. Anschließend trennt die Sortiermaschine die geernteten Trauben nach vorher eingegebenen Kriterien, zum Beispiel nach verschiedenen Qualitätsstufen oder der Größe der Trauben. Der Winzer kann gezielt Geschmack und Qualität des Weins steuern und sein Angebot an Spitzenweinen ausbauen.